So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Auenbach vom FSM-Team. So, ja, der Viktor ist fertig hier mit Grubbern und deswegen werden wir das Ganze jetzt hier nochmal eben abdüngen und dann kann sich der Viktor nämlich die Drille schnappen und kann das Ganze dann hier ansehen. Dann, oh Gott, dann brauchen wir einen neuen Düngerstreuer, weil der alte ist runtergefallen. Nein, und dann müssen wir mal gucken, was wir dann hier ansehen können, müssen, sollen, wie auch immer. Ja, und dann gucken wir nochmal eins zur BGA hin. Dann gucken wir nochmal, ob wir die BGA nochmal ein bisschen befüllen können, dass wir da auch nochmal zwei, drei Talerchen rauskriegen. Und was ich immer vergesse, das Geld wieder zurückzuzahlen. Wir wollten ja gucken, ob wir irgendwo diese Halle platziert kriegen, ne? Und dazu brauchte ich ja ein bisschen Geld. Ja. Habe ich allerdings vergessen, wieder zurückzuzahlen. Machen wir gleich. Ich werde das hier nochmal eben fertig machen. Und dann können wir nämlich das Geld erstmal wieder zurückzahlen. Sparen wir uns nämlich auch wieder Zinsen, ne? Und dann fahren wir hier noch einmal zurück. Und dann ist das Ganze auch wieder fertig. Wunderbar. Guti. So, dann ab zum Hof. Jawohl, sehr schön. Ab zum Hof. Den Case können wir dann erstmal da hinstellen. Und der Johnny, da kann sich der Viktor die Drille schnappen und hier gleich mal rüberdüsen. So, aber eins nach dem anderen. So, wo ist der Helge schon wieder? Der geistert doch hier auch schon wieder irgendwo rum. Anstatt, dass der sich jetzt auch mal einen Schlepper schnappt. Nö. Ich bin ja da. Ne? Ich kann das ja alles machen hier. Ich weiß gar nicht, wo der schon wieder rumlungert, du. Mann, du. Ja, der Flug steht hier auch noch rum. Den muss ich auch noch aufräumen. Aber hier kommst du zu nichts. Ne? So, den füllen wir erstmal wieder auf. Und dann parken wir den aber wieder dort. Weil ansonsten ist hier immer die Klappe auf, ne? Das finde ich nicht so schön. So, dann stellen wir den nämlich wieder hier hin. Dann ist alles schön. So. Gut, das passt. Dann könnten wir nochmal den Flug waschen. Dann machen wir jetzt hier erstmal ein bisschen sauber. Dann machen wir hier heute mal so einen kleinen Hof- und Waschtag. Auch das muss ja einfach mal sein, ne? So, dann machen wir aber erstmal die Scheibe zu. So, machen wir das Ganze gespannt einfach mal direkt sauber hier. So, nochmal schön von der anderen Seite. Und dann wird das hier nämlich auch was. So, siehst du wohl. Gut, das haben wir auch. Einmal zurück. Mit Dank zurück, quasi. Und legen wir den Flug auch wieder ab hier. Quasi den Fluch wieder ablegen. So, wunderbar. So, der Käse kann dann hier wieder in seine Box. Living in a box. Living in a box. So. Dankeschön.
Den Johnny brauchen wir. Da ist er. So, du kannst erstmal... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch dich müssen wir erstmal waschen, glaube ich. Und tanken könnten wir dich auch mal. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, den auch mal zu tanken. Und so viel ist da auch nicht mehr drin. Ich weiß gar nicht, haben wir hier eigentlich eine Tankstelle am Hof? Ansonsten habe ich eine schöne platzierbare. Da hinten wäre eine. Ah, okay. Ja, da gucken wir dann gleich mal hin. Ansonsten hätte ich eine schöne platzierbare. Die würde hier vielleicht sogar noch ganz gut hinpassen. Bei der Werkstatt. Auch mit so Lichtern und also was, ne? So, bleib mal schön hier stehen. Bisschen weiter darüber, sodass ich den Korb treffe. Nein, sodass ich mit dem Kelcher dann auch schön rankomme. So. Gib mir mal den Kelcher her hier. Oh Gott, hat der sich schmuddelig gemacht hier. Na, wird das Gewicht auch noch sauber heute? Ich habe das Gefühl, dass die Gewichte eigentlich am längsten brauchen. So, das ist jetzt aber schön sauber. Ja, passt. Nee, dann können wir nämlich mit einem sauberen Johnny aufs Feld fahren zum Neuansehen. Dann, der Victor soll ja nicht gleich den allerschlechtesten Eindruck schon jetzt von uns haben. So, der ist schön sauber. Dann warten wir nur noch auf den Johnny. So, wunderbar. Na, so ein Hof- und Waschtag. Muss auch mal sein, ne? Da! Wenn man vom Teufel spricht, sozusagen. So, dann stellen wir den Grubber auch wieder da rein. So, alles schön gewaschen. So soll es sein. So, hier ist die Drille. Gibt es im Übrigen auch auf Modhoster. Ist, glaube ich, meine ich sogar auch direkt vom FSM-Team sogar. So. Hat auch eine Düngefunktion. Finde ich jetzt nicht so gut. Allerdings muss ich da Dünger auffüllen. Ansonsten funktioniert der Helfer nicht. Ne? Sonst funktioniert der Helfer nicht. Ist ein bisschen schade, aber geht nicht anders. So, jetzt gucken wir mal, wo die Tankstelle da ist. Wahrscheinlich weiß ich sowieso und bin eh schon ständig dran vorbeigefahren. Aber wir gucken mal. So, hier soll irgendwo... Der meint doch nicht meinen Anhänger hier, oder? Meint er jetzt echt meinen Anhänger? Aber da ist Wasser drin. Hm. Okay, dann werden wir uns das Ding platzieren und bei der Gelegenheit können wir dann auch direkt das Geld zurückzahlen. Das heißt, dann platzieren wir uns jetzt erstmal eine Werkstatt hier am Hof. Weil soweit habe ich jetzt keine Hoftanke hier gefunden. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Wenn ja, dann tut es mir jetzt schon leid für meine Blindheit. Aber ich habe noch nichts gesehen. So, also, platzierbar. Da habe ich hier nämlich so eine kleine Hoftanke drin. Hier ist sie. Und die würde ich dann ganz gerne hier schön mit hinstellen. So steht die doch ganz gut. Also, passt. 6.000. Dann können wir jetzt auch das Geld wieder zurückzahlen. Weil wir uns dann die Zinsen sparen. Wo sind denn Zinsen? Baukosten. Tierunterhaltungskosten. Mietkosten, Fahrzeuge. Ja, so viel dazu. Ach so, das geht noch weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sonstiges, Kreditzinsen. Naja, gut. Hätten wir uns auch sparen können. So. Haben wir jetzt alles? Ja, ne? Waschen, tanken müssen wir noch. Gut. Wir tanken. Das kriegen wir hin.
Finde ich gar nicht so schlecht, ne, die Tanke hier. Die hat dann auch Licht, wenn es dunkel wird. Geht dann automatisch mit an. Ansonsten 150 Liter. Das kostet hier 1,29. Boah. Habe ich im Lotto gewonnen oder wie? Aber man kann hier scheinbar auch mit Karte zahlen. Ist natürlich alles deaktiviert, ist eine Hoftanke. Da kriegt man den Saft auch so raus. Eieiei. Da muss ich aber ordentlich für blechen, du. So, was hat der Spaß jetzt gekostet? 700. Warte mal, ich habe 350 Liter oder so getankt. 2 Euro kostet hier der Diesel. Alter Vater. Das ist aber teuer, du. Das ist aber richtig teuer. Naja, hilft nichts, ne? Was willst du machen? So, jetzt gucken wir mal eben hier rein. Was brauchen wir denn überhaupt? Weizen 30, Gerste 30 ungefähr. Das kommt alles so fast aufs Gleiche hinaus. Dann würde ich sagen, hauen wir hier wieder Gerste. Gerste hauen wir jetzt drauf. Soja, Pappeln, Zwiebeln, Möhren, Gerste. So, klappen wir das Ganze hier mal aus. Und dann hoffe ich, dass der Viktor das hier schön fertig kriegt. Na, noch einmal. Ich brauche nämlich noch den QS. 6,7. Ich glaube, 6,7 war eh gut. Und dann gehen wir schön rüber. So, dann gucken wir mal, dass wir ihm das Ganze hier erstmal so ein bisschen vorbereiten. Damit er dann keine Probleme kriegt beim Umdrehen und so weiter, ne? Und so weiter und so fort. So, die Karte kann auch mal wieder weg. Obwohl, die kann ich ja mal kurz auflassen. Es gibt ja auch Leute, die sind gerade neu hier oder sowas, ne? Die wollen dann die Karte nochmal sehen. Sehr gerne. Und unten rechts dann auch nochmal und unten links die eigene Werbung vom Fieldstar Modding Team. Habt ihr gut gemacht. Habt ihr echt gut gemacht. Und die kam ja sogar relativ schnell, ne? Relativ schnell nach Erscheinung des LS17 kam auch schon direkt die Auenbach. Und ist ein schönes Schnuckelchen geworden. Also ganz ehrlich, du. So, wir machen ihm, für den Helfer machen wir das Vorgewende hier fertig. Wie gesagt, damit er hier schöner drehen kann, damit ihm hier nichts in die Quere kommt und so weiter. Und dann sollte das auch passen. Weil ich habe das Gefühl, der Viktor scheint ein guter zu sein. Der hat nämlich nicht rumgeknurrt und nicht rumgemurrt, als er das Ganze hier grubbern sollte. Der hat das einfach hier fertig gemacht und gut war. Hat mir dann eine WhatsApp geschrieben. Henry, ich bin fertig. Was soll ich jetzt machen? Nee, Viktor, nu, warte mal erstmal. Machen wir nicht alles du alleine. Ne? Da ist der Viktor, da muss er sich noch ein bisschen zurückhalten. Der will ganz, ganz viel alleine machen. Und wir haben ja auch noch den Helge am Hof. Ne? Und der faule Hund, Entschuldigung für diesen Ausdruck, der faule Hund macht hier gar nichts. Er macht hier einfach mal direkt mal pauschal erstmal gar nichts. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber wir sind hier alleine mit der ganzen Arbeit, ne? Also jetzt der Viktor und ich dann. Guck mal, sowas hier, diese Vorbereitung, ne, für den Viktor. Das hätte doch alles schon der Helge machen können. Nee, ich sehe das als eine Selbstverständlichkeit an, dass ich hier dem Viktor... Warte mal, ich habe was vergessen. Dass ich dem Viktor hier ein bisschen helfe, ne, dass ich ihm das vorbereite und so. Ich meine, wir müssen miteinander arbeiten, nicht gegeneinander. So, warum der Helge das nicht macht, ich weiß das nicht. Du. Guck mal, wie hinten schön die Placken rausfliegen, ne. Sehr schön. Hier wird nämlich noch richtig malocht. Da kann auch der Dreck fliegen, wie er will. So, dann machen wir ihm hier das noch
schön fein fertig, das Vorgewende. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen von dir freuen. So als kleines Feedback. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn du wieder mit dabei bist, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.